Es ist Dienstag, der 10. Januar. Herzlich willkommen bei Hamburg 1 aktuell und das sind heute unsere Themen. Schüsse auf Auto, zwei Männer in Tondorf verletzt. Auslastung der S-Bahn, neues System soll Komfort verbessern. Debüt im Blick, neuer Towers-Coach Benker Baloschki bereit. In der Nacht zu Dienstag sind in Tondorf mehrere Schüsse auf ein Auto abgegeben worden. Dabei wurde ein SUV regelrecht durchlöchert. Zwei Männer verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach den Tätern. Schon auf den ersten Blick lässt sich erkennen, mit welcher Gewalt vorgegangen wurde. Mehrere Einschusslöcher in der Scheibe auf der Fahrerseite. Am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr ist es in Tondorf zu einer Schießerei gekommen. Das Ausmaß ist auch für die Polizei überraschend. Sicherlich eine eher ungewöhnliche Tat. So viele Schüsse, vereinzelte Schüsse auf Personen hat man ja schon durchaus mal erlebt. Aber so viele Schüsse, das sind jetzt mehrere. Das Fenster ist ja regelrecht durchsiebt worden mit mehreren Schüssen. Das ist Gegenstand der polizeilichen Untersuchung. Wir prüfen natürlich auch, ob irgendwelche Zusammenhänge mit anderen Taten passen, ob das irgendwelche Zusammenhänge gibt. Das ist aber obligatorisch. Nach Agenturangaben sollen mindestens 19 Einschusslöcher an dem Fahrzeug gefunden worden sein. Der 30-jährige Fahrer wurde mehrfach getroffen und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben sei er nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr. Sein 26-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls Schusswunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich Opfer und Täter gekannt haben. Die Polizei wird dazu jetzt weitere Ermittlungen natürlich aufnehmen. Wir suchen Zeugen, die Hinweise geben können, eventuell zu dieser Tat. Hinweise an die Polizei können unter der Rufnummer 040 4286 56789 oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Die Hamburger S-Bahn wird immer weiter digitalisiert. Als ein neues Pilotprojekt wurde heute das System Lightgate vorgestellt. Klingt futuristisch, soll den Komfort beim Bahnfahren aber bereits ab heute erleichtern. Zumindest am Berliner Tor ist das neue System auf Gleis 11 bereits in Betrieb. Die S21 in Richtung Elbgaustraße fährt in 2 Minuten ein. Bereits jetzt wird den Fahrgästen die Auslastung der einzelnen Abteile angezeigt. Vorne ist diese Bahn etwas stärker ausgelastet als in den anderen Bereichen. Die Anzeige wird gelb. Grün steht für eine geringe Auslastung. Rot wird angezeigt, wenn nur noch wenig Platz im Wagen ist. Es geht darum, dass die Passagiere am Bahnhof schon erkennen können, wo ist der Zug weniger ausgelastet, wo kriege ich besonders gut einen Sitzplatz, sich entsprechend positionieren können. Wir schneller mit dem Fahrgastwechsel sind, die Menschen leichter einen Sitzplatz bekommen, wir schneller vorankommen und insofern gewinnen die Passagiere in doppelter Hinsicht. Auch soll die Leitzentrale der S-Bahn durch die Live-Daten den Verkehr effektiver steuern können. Beispielsweise bei der Frage, welcher Zug am Hauptbahnhof zuerst einfahren darf. Doch bis das System überall in Hamburg angeboten werden kann, ist es noch ein weiter Weg. Wir werden jetzt im ersten Quartal dieses Jahres 16 Stationen ausstatten mit diesem System. Auf den beiden Strecken von Bergedorf und Harburg Richtung Hauptbahnhof. Und dann in die Pilotphase gehen, gucken, wie sich sozusagen Kundenverhalten ändert, wie wir mit diesen Daten disponieren können. Und Ziel ist es schon, dann im Laufe der nächsten 1-2 Jahre dann das gesamte System auch damit auszustatten. Dabei muss an den einzelnen Bahnen selbst nichts geändert werden. Das System funktioniert über eine Lichtschranke im Gleisbereich, also Sensoren außerhalb des Fahrzeugs. Rund 1 Million Euro hat sich die Deutsche Bahn das Pilotprojekt kosten lassen. Wie gut es angenommen wird, muss nun evaluiert werden. Besser als erwartet ist die Hamburger Volkshochschule durch das letzte Corona-Jahr gekommen. Angebotene und durchgeführte Veranstaltungen entsprachen rund 95% des Rekordjahres 2019. Trotzdem musste die VHS im Jahr 2022 einen erheblichen Einbruch der Teilnehmerzahlen feststellen. Das hat Thies Rabe auf der Landespressekonferenz am Dienstag bekannt gegeben. Zu den Regelzuschüssen von 8,7 Millionen Euro 2022 kamen noch weitere Zuschüsse von 1,5 Millionen Euro. Das hat auch damit zu tun, dass die Volkshochschule es in kurzer Zeit, zum Teil durch diese Verstärkungsmittel, aber auch aufgrund des besonderen Engagements
sowohl der Mitarbeitenden als auch der Dozentinnen und Dozenten in kurzer Zeit geschafft hat, sehr viele Kurse online anzubieten. Auch war es deshalb möglich, die Kurse aufrechtzuerhalten, weil wir die Mindestteilnehmerzahl, die normalerweise 10 Teilnehmende beträgt, auf 6 abgesenkt haben. Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat auf der Landespressekonferenz heute auch den neuen ärztlichen Direktor am UKE, Professor Dr. Christian Gerloff, vorgestellt und sprach von einem Glücksgriff. Der 59-Jährige sei ein exzellenter Top-Wissenschaftler mit langjähriger Managementerfahrung. Im UKE fänden Krankenversorgung, Forschung und Lehre auf Spitzenniveau statt. Und das bei rund 500.000 Patientinnen und Patienten jährlich. 3 Themenschwerpunkte hat sich Professor Gerloff vorgenommen. Und das erste sind wirklich Menschen. Es geht um die klügsten Köpfe, die enthusiastischsten, engagiertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit steht und fällt unser Erfolg in den nächsten Jahren. Das zweite ist die Campusentwicklung. Wir brauchen neue Strukturen. Deshalb haben wir einen Zukunftsplan erstellt. Phase 1 ist jetzt dann 24 abgeschlossen. Neues Herzzentrum, eine neue Martini-Klinik, also Prostata-Spezialklinik und ein neuer Campus Forschung 2. Der dritte Punkt, der kommt quasi folgerichtig und damit beschäftige ich mich auch schon sehr lange. Das ist die digitale Transformation. Wie kann mir mit der Zeit ein lernendes Informationssystem in einer Klinik basierend auf vielen, vielen Millionen Datensätzen helfen, sicherer Medizin zu machen und effektiver Medizin zu machen. Das Institut für germanistische Sprachwissenschaft hat heute das Unwort des Jahres gekürt. Klimaterroristen belegt Platz 1. Auf Platz 2 und 3 folgen Sozialtourismus und defensive Architektur. Hinter dem Unwort des Jahres stecken Sprachwissenschaftler, die den Gebrauch von Wörtern oder Bezeichnungen, die aus ihrer Sicht diskriminierend oder falsch sind, herausstellen. So auch bei dem Wort Klimaterroristen, da der Begriff Klimaaktivisten mit Terroristen gleichstelle und degradiere, obwohl sie im Vergleich ohne Gewalt protestieren. Und damit kommen wir zu den weiteren Meldungen des Tages in der Zusammenfassung. Die letzte Hürde für den Bau des Elbtowers ist genommen worden. Wie der Senat bekannt gab, ist am Montag die letzte fällige Rate des Kaufpreises für das Grundstück in der Hafen City bezahlt worden. Damit wurden sämtliche Pflichten für die Überschreibung des Grundstückes erfüllt. Nun sollen die Arbeiten für den Rohbau beginnen. In dem 245 Meter hohen Gebäude soll eine Mischnutzung entstehen. Unter anderem sollen rund 5000 Arbeitsplätze eingerichtet werden. Insgesamt soll der Bau rund 3 Jahre dauern. Der Senat übernimmt ab Juli die Finanzierung des Programms Sprachkitas. Nach Angaben der Sozialbehörde soll das Bundesprogramm, welches bis zum 30. Juni verlängert wurde, im Anschluss aus Landesmitteln fortgeführt werden. Für die Finanzierung bis Ende 2023 stellt der Senat nach eigenen Angaben 5 Millionen Euro bereit. Das Programm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, stellt geförderten Kitas qualifizierte Fachkräfte für die sprachliche Bildung der Kinder zur Verfügung. In Hamburg erhält derzeit jede 4. Kita Mittel aus dem Programm. In Lurup hat die Polizei am Dienstagmorgen einen Mann festgenommen. Mit vorgehaltener Waffe betraten die Beamten der Schutzpolizei und des Drogendezernates die Wohnung des Verdächtigen. Nach Agenturinformationen soll er in Verbindung mit einem Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppe von Drogendealern stehen. Ihnen wird vorgeworfen, illegale Substanzen mit sogenannten Drogentaxis organisiert verteilt zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Und wir kommen zum Sport. Das Kapitel Raoul Korner bei den Veolia Towers Hamburg ist Geschichte. Das von Nachfolger Benker Baloschki hat bereits begonnen. Seit Montag leitet der gebürtige Bremer nun die Trainingseinheiten der Wilhelmsburger. Und auch auf sein Pflichtspieldebüt muss der 35-Jährige nicht lange warten. Benker Baloschki gilt als kommunikativ. Einer, der immer wieder das Gespräch mit seinen Spielern und Assistenten sucht. Seit Sonntag ist der 35-Jährige neuer Cheftrainer bei den Towers. Für Baloschki ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Auf der einen Seite, klar, geht ein Traum in Erfüllung, auf den ich sehr, sehr lange hingearbeitet habe, für den ich sehr, sehr viel investiert habe. Auf der anderen Seite ist es das Gegenteil von dem, was ich mir gewünscht habe, wie das zustande kommt. Ich habe das schon einmal mitgemacht, damals in der Pro A, als Hamid Atabashi entlassen wurde. Auch damals ist mir das schon sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe mit Hamid und wie mit Raoul jetzt auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben uns sowohl professionell als auch privat sehr gut verstanden. Der ehemalige Co-Trainer kennt die Towers in- und auswendig. Ist bereits seit 2015 im Verein.
und hat erst kürzlich seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Ich habe das gestern auch schon vor der Mannschaft gesagt, ich muss mich ja nicht hinstellen, mich vorstellen und große Reden schwingen. Ich kann einfach in die Mitte stellen, pfeifen und mit dem Training anfangen. Ich muss niemanden kennenlernen. Dass ich hier die Strukturen kenne, dass ich die Personen kenne, hilft mir natürlich immens, weil ich da keine Energie investieren muss, jetzt noch mich zurechtzufinden. Ich weiß, zu wem ich muss, wenn ich was haben will. Das lässt mir viel Raum, um mich auf Basketball zu konzentrieren. Viel Zeit, neue Dinge auszutesten, bleibt nicht. Bereits am Mittwoch steht im Eurocup-Heimspiel gegen Podgorica das Pflichtspieldebüt als neuer Trainer auf dem Programm. Zahlreiche Spieler sind fraglich oder fallen definitiv aus. Die Vorzeichen könnten daher schwieriger kaum sein. Doch für Baloschki ist das Ergebnis erst einmal zweitrangig. Es geht darum, diese Außenseiterrolle, die wir definitiv haben, in dem Spiel anzunehmen, die zu verstehen und zu wissen, wir müssen mehr investieren als der Gegner, wenn wir eine Chance haben wollen, in diesem Spiel zu bestehen. So. Ich rede gar nicht von Gewinnen oder Verlieren, ich rede erstmal davon, in diesem Spiel wettbewerbsfähig zu sein. Ich glaube, die Jungs wissen, was das heißt und da geht es vor allen Dingen um Energie und Intensität. Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie gegen Oldenburg und Würzburg schon unter Beweis gestellt. Und so will Banker Baloschki am Mittwoch den großen Worten auch erste Taten folgen lassen. Und wir haben jetzt natürlich noch die Wetteraussichten für morgen und die kommenden Tage. Frank Böttcher, was können wir denn erwarten oder worauf müssen wir uns einstellen? So richtig viele Änderungen ist beim Wetter in den kommenden Tagen nicht zu erwarten. Wir schauen mal gemeinsam auf die Aussichten. Herzlich willkommen zum Wetter. Wir liegen auch weiterhin in einer westlichen Strömung. Eine Kaltfront zieht dabei durch in der kommenden Nacht und morgen früh. Sie sorgt für Regen, danach folgen kühle Luftmassen. Es bleibt aber insgesamt sehr mild und das hat die Natur inzwischen auch verstanden. Von Südwesten her sind schon große Schwärme von Gänsen über uns hinweggezogen. Da braucht man schon fast keinen Meteorologen mehr, um die Aussage zu tätigen, dass wahrscheinlich die Natur schon verstanden hat, dass ein richtig heftiger Winter nicht mehr kommt. Jetzt zieht erstmal die Kaltfront durch in der kommenden Nacht, vor allen Dingen aber morgen früh mit kräftigem Regen. Wenn dieser Tiefausläufer durchgezogen ist, bleibt es danach häufiger trocken. Es sind nur wenige Schauer noch unterwegs und zum Abend hin lockert die Wolkendecke dann auf. Da geht die Sonne allerdings eben auch schon schnell wieder unter. Tagestemperaturen morgen bei 10 Grad. Die kommende Nacht bringt uns tiefste Werte von 6 Grad. Morgen Abend 7 Grad. Dazu weht ein frischer und vor allen Dingen in der Nacht und morgen früh auch in Böen starker bis stürmischer Wind aus Südwest bis West. Der Donnerstag bringt uns zunächst morgens Regen. Der nächste Tiefausläufer zieht durch. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad an. Nachmittags ist es bewölkt, aber meistens trocken und ab und zu scheint auch mal die Sonne durch die Wolken hindurch. Ganz ähnlich wird es sein am Freitag. Da ist auch morgens eher die dichtere Bewölkung wetterbestimmt und am Nachmittag ist es ein bisschen freundlicher. Mit 7 bis 9 Grad bleibt es in den kommenden Tagen verhältnismäßig mild, aber immer wieder auch windig und regnerisch. Und mit diesen Aussichten gebe ich zurück zu dir, Marco. Vielen Dank, Frank. Das Wetter für heute und das war's von uns hier bei Hamburg 1 aktuell. Ihnen einen schönen Abend und wenn Sie mögen, natürlich bis morgen früh.